gerade wieder so richtiger kanadischer Bilderbuchmoment. Das sieht aus wie auf einem hart bearbeiteten Bild. Heute wird Kanada 150 Jahre. Und unsere Bank ist in der Town von Golden. Wir müssen noch Schecks einlösen gehen vom Arbeiten. Und hier sind überall geile Autos. Tacho geht bis 120 und im Kofferraum sind zwei Nitro-Flaschen drin. Das ist Blaulicht. Also Pancake ist so die Tradition in Kanada. Und in jeder Stadt gibt es Pancake. Der Free Pancake schmeckt, wie so ein Free Pancake schmecken soll. Nach Pappe. Aber war ja für Umme. Eine ganz besondere Brücke. Das ist die längste holzgespannte Brücke in ganz Kanada. 46 Meter lang. Das ist der Kicking Horse River, wo sie drüber führt. 2001 wurde sie gebaut. Und Zimmermänner aus aller Welt waren da dran. Ja, die hatten die Brücke komplett zusammengebaut. Und damit zwei Kranwägen gerade drauf geschoben. Easy going. Danach ging es dann auf nach Banff. Das war 2 Stunden östlich entfernt von Golden aus. Und da haben wir dann Roberts Schwester Amelie und ihre Freundin Jenny aufgepickt und haben unseren Roadtrip gestartet hoch nach Jasper über den Highway 93 und direkt nach Banff. Am Tag danach waren wir noch südlich im Kanaskis Provincial Park. Was geht? Ich hab gedacht, ihr seid ein weißes Auto, verdammt! Was Aldi sich da wieder bei gedacht hat, weißt du? Ich mal eine quadratische Grundfläche. Hat ich noch nicht angefangen. Alter, was ist das für eine Öffnung? Also wir haben jetzt Jenny abgeholt und Roberts Schwester und sind jetzt ewig im Nirgendwo rumgefahren, um Campground zu suchen. Jetzt endlich was gefunden. Jetzt gibt's Bier mit einer dicken Öffnung. Also, los. Happy Canada Day! Wir sind geboren alle immer. 150 years. Wir haben immer wieder einen chilligen Spot gefunden.
Und ich habe gerade schon ein bisschen Schiss. Robert, was geht? Das Wasser ist ein bisschen warm, also es geht nicht so ganz kalt. Und ich habe hier einen Spot an der Klippe vom Schnee. Ich habe gerade schon ein bisschen Schiss. Weil da unten ist noch ein Eisblock. Und nicht, dass es abkracht. Oder ich die GoPro verliere. Aber langsam gucken, Alter. Ich soll es doch einen Jump wagen. Robert, ich liebe dich! Schaut euch das Eis an! Ah! Stockbrot mit Marshmallow, karamellisiert. Hier ist das Wasser richtig klar. Man sieht überall den Grund. Die zwei Seen hier, der direkt oben dran ist noch einer, sind in Kenmore. Das ist direkt unter dem National Park Banff, wo wir jetzt seit 3 Tagen sind. Und ja, das ist der klarste See, wo ich bisher gesehen habe in ganz Kanada. Oder generell in meinem Leben. Richtig krass hier. Viel Erfolg! Alles auf YouTube. Jetzt geht's Mountainbiken, da wo ich vor 2 Jahren mit Jojo schon mal war. Same place. Robert! Das war die Stelle, wo ich meinte, du fährst im Wald, kommst raus, denkst, Alter! Das ist geil!
Servus, Kamera läuft, komm, checkt ab, checkt ab. Ah! Und eine Sache, wo ich jetzt auch sagen wollte, bei unseren Mietfahrrädern war vorne nur ein Ritzel. Das heißt, man hat nur einen Schalthebel, nicht zwei wie normal. Und es ist gerade so der neue Trend. Und oft habe ich und meine Kollegen sich schon gefragt, ob das wirklich so der Bringer ist, ob das gut ist. Ich muss jetzt sagen, es ist saugeil. Gerade wenn man viel schalten muss, jetzt wie hier in Kanada, wenn die Wege hoch und runter, wenn man viel am Schalten ist, viel entspannter mit einem, man kann sich besser festhalten an Griffen. Und vom Kopf her kann man sich wesentlich besser auf den Weg konzentrieren. Also Daumen hoch für das Schaltsystem. Wenn ich mir jetzt mal wieder ein Fahrrad kaufe, würde ich auf jeden Fall darauf achten. Costa Quanta? 28 bucks, man. Sandwich time. Erstklassiger Service hier. Wir haben einen kleinen Abstecher gemacht in Yohon National Park. Der ist links neben Banff. Gestern war der erste klare See, wo ich gesehen habe. Und ich habe das Gefühl, der ist jetzt noch klarer. Da ist ein großer Wasserfall. Der sieht richtig spektakulär aus, weil das Wasser nochmal so rausgeschossen kommt. Wir sind jetzt am Ort des Geschehens. Es kärchert schon ordentlich und windet. Man kann kaum mehr laufen. Ich zeige es jetzt ganz kurz. Da ist ein Regenbogen, dann noch ein zweiter. Ja, das Wasser kommt direkt vom Gletscher, deswegen ist am Winter geschlossen, weil der Gletscher nicht schmilzt. Schon krass, was da jetzt für eine Menge runterkommt, nur von dem Gletscher. 6. Juli, Wanderung auf 2,5 ungefähr. Und schon wieder im Schnee. Ich glaub's ja nicht! 6. Juli und ich stehe im Schnee! Also, wir waren in den letzten paar Tagen in drei Seen. Die waren so kalt, die waren arschkalt. Der See, wo wir jetzt hinkommen, der toppt einfach mal alles. Wir haben Badehosen dabei, wir werden baden gehen. Robert, wir können auf einer Eisscholle drauf schwimmen. Und da will ich rüberstehen. Ich lasse die Kamera laufen, steck sie mir ein. Wir sehen uns auf der Eisscholle. Ja! Bin ich 5 Minuten schon unterwegs? Abends T-Shirt, kurze Hose im Schnee. Lässig. Hui, hui. Wir gehen jetzt Backcountry zelten. Wir sind heute Morgen gestartet und jetzt ist mittlerweile 5, bis wir aufbrechen. 10 Kilometer haben wir noch zu laufen. Also stehen noch am Auto. Die Wetterlage. Haben gerade über eine Stunde Koffer gepackt. Und jetzt sind wir bereit.
Die Hälfte haben wir. 5 Kilometer haben wir schon. Jetzt kommt ein See zwischendrin. Übrigens, ich habe letzte Woche gelesen, dass Kanada ungefähr 2 Millionen Seen hat. 2 Millionen. Fit. Super. Quick and dirty Wanderung. Den ganzen Weg kann man auch. Ja, da waren dann noch so. Pferdle laufen. Kilometer gelaufen. Jetzt sind wir hier auf dem Backcountry Campground. Da gibt es hier so die einzelnen Spots. Drüben sind die Mädels. Und da hinten sind dann so Sitzbänke zum Essen. Ja, ganz chillige Sache an sich. Ich bin noch fertig wie Sau. Hier macht alles weh und ich habe Hunger. Oh, jetzt ist es weg. Und wir können jetzt. Mir hat schon gepoppt. Oh, ja. Na gut. Ich will das Hundefutter neben mir haben. Yummy, yummy, yummy. Oh, jawohl, 20 Kilometer gelaufen. Ah, jawohl. So, wir haben Samstagabend. Um 9:30 haben wir da angefangen, einen Campingplatz suchen. Da war Stand voll und dann sind wir da hingefahren und haben unseren Meinungsverstärker gezeigt und dann haben wir noch einen Platz bekommen. Was geht? Auf geht's endlich zum Highway 93. Mmh, lecker! Bisschen im Auto. Die lange Road, ne? Mhm. Vom Highway 93 ist jetzt geschafft. Wir sind jetzt am Icefield Parkway. Riesen Eisfeld. An der dicksten Stelle, 400 Meter dick. Und geiles Wetter. Als ich hier vor 2 Jahren war, hat es geschifft ohne Ende. 82 war der Gletscher noch hier. Und jetzt ist er behind the mountain. Da hinten fahren Busse drauf, da kann man so einen Pistenbully über den Gletscher fahren. Und sowas finde ich halt echt unnötig, weil es ist ja eh schon Nationalpark, ja, Umweltschützen, alles richtig schön gemacht. Der Eis schmilzt zurück wegen Klimawandel, da fängt man jetzt an mit Bussen und Pistenbullys drauf rumzufahren und den Leuten das Eisfeld zu zeigen. Also das finde ich einfach pervers. Der Rand da oben. Das sind die ehemaligen Ränder vom Gletscher, als er vorne war.
vorzustellen. Also das ist jetzt echt nur noch ein kümmerliches Stück. Das ist schon das Schmelzwasser, Fluss und Gletscher, was an Wassermengen Tag für Tag abschmelzen. Bis 1908 ging er Gletscher bis dahin. Jetzt ist er dahinter irgendwo am Arsch der Welt halt. Das geht so nicht. Pancakes, homemade. Mittlerweile sind wir in Jazzbahn gekommen. Marklin Canyon. Nebendran ist auch der See. Der Marklin Lake. Der wird nie über 4 Grad. Und es ist ja die Brücke auf dem Canyon. Und da gibt's Loch Arne. Sieht gerade aus wie Weltuntergang. Ist so ganz gießig und da oben kommt die Sonne gerade nochmal durch. Und da vorne sieht man fast nichts mehr. Medicine Lake und vor 2 Jahren war der komplett leer. Aus folgendem Grund, dass unterirdisch Abflüsse sind, in wo wir vorhin waren. Und der Name stammt daher, weil die Indianer, die konnten sich das damals nicht erklären, dass im Sommer der See voll war und im Herbst langsam geleert hat. Und sie sind davon ausgegangen, dass ein großer Medizinmann da seine Macht drin hat. Deswegen ist es jetzt ein Medicine Lake. An sich ganz nett, aber da hinten ist ganz andere Ufer. Alles abgefackelte Bäume von einem Waldbrand. Also wirklich idyllisch ist anders. Gerade wie in so einem schlechten Film. Man sieht oben die Wolken, den blauen Himmel. So gießig. Jetzt ist hier was auch immer. Autos stehen und also wir haben jetzt Campingplatz gefunden, Jazzbahn, und haben jetzt gerade mal nachgefragt wegen dem komischen Wetter da, und in BC, British Columbia, sind über 200 Waldbrände aktuell und ist einfach der Rauch, richtig krass. Hey, erzähl schon mir mal, wo wir jetzt ane gehen. Wir gehen jetzt in Hot Springs. In Hot Springs? Stimmt das auch? Mann. Ja, finally sind wir da. Okay. So, das war's. Ein Gewitter zieht auf. Und jetzt haben sie es vorsorglich geschlossen. Ist jetzt noch komischer, das Wetter. Und so leicht verbrannter Geruch in der Luft.
gepackt? Wi-Fi. Unsere letzte Stunde, Zemme. Die letzte Schlage. Dann fahren sie mit dem Zug nach Vancouver. 19 Stunden. Und jetzt sind wir noch im Smithies. Smithies. Abschiedsessen. Damn fucking good shit. It's awesome, man. Auf jeden Fall reinlinsen mal. Also ciao. Ja, bitteschön. Tschüssi, mach's gut. Gute Zeit noch, gell? Ja. Genieß. Gute Reise noch. Warte mal. Hey, das ist Chaos pur da drin, das geht gar nicht. Habt ihr's gehört? Ja, ciao. Tschüssi. Okay, mein Kreis. Danke. Jetzt sind sie weg. Jetzt müssen wir wieder selber kochen. Kannst du noch kochen, Robert? Nö. Zu guter Letzt zeige ich euch jetzt noch auf Google Maps, wo unser Car-Trip langgefügt hat. Kanada. Region British Columbia, Alberta. Jasper Nationalpark, Banff Nationalpark. Liegt beides in Alberta. Sodle, dann war das folgendermaßen. Hier sind sie. Jenny und Amelie waren nach Calgary geflogen und Robert und ich haben in Golden gearbeitet. Robert und ich sind dann von Golden durch den Yoho National Park an Lake Louise vorbei runter nach Banff gefahren. Die beiden sind dann mit dem Bus von Calgary nach Banff gekommen. Da haben wir sie dann aufgepickt. Dann sind wir zusammen nach Kemmer runter, haben 2-3 Nächte im Kananaskis National Park gecampt. Der ist hier unten. Dann ging es wieder hoch. In Kenmore waren wir Mountainbiken. Wieder nach Banff. Hochgefahren bis Höhe Lake Louise in Yoho National Park. Hier haben wir Wanderung gemacht. Wieder zurück auf den Highway 93 hoch. Und hier war jetzt der letzte Punkt. Oben ist Jasper. Also von unten ging es dann weiter hoch. Hier ungefähr war der Icefield Parkway. Als hoch Jasper, wo wir noch in Hot Springs waren, und ab da sind sie dann rüber nach Vancouver gefahren. Genau, das war's. Genau das war unsere Roadtrip-Strecke. Hat sehr viel Spaß gemacht. Tolle Landschaft, sehr tolle Landschaft. Einfach cool.